Willkommen, liebe Leute, zu einer neuen waldigen Folge The Forest. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben ja letzte Folge hier das Ganze so platziert, was jetzt so unser nächstes Bauziel ist und so weiter. Und ja, wir wollen ja hier oben mehr oder weniger eine Basis bauen. Ja, so kann man das, glaube ich, mit am besten bezeichnen. Und wir werden jetzt erstmal in dieser Folge die 15 Baumstämme hier holen, damit wir erstmal die Plattform dort bauen können, damit wir dann auch einfacher immer dort hochkommen. Und ansonsten werden wir dann mal schauen, was wir noch machen werden diese Folge. Ich habe eigentlich nämlich auch wieder mal Lust darauf, in eine Höhle zu gehen. Weiß nicht, ich möchte irgendwie gerne wieder mal in einer Höhle ein bisschen Vorräte sammeln. Vor allem die Snacks bräuchten wir halt wieder ein bisschen mehr. Aber nun gut, ja. Erstmal schnell hier drum kümmern, dass wir hier die ganzen Stämme bekommen, die wir brauchen. Ich sehe auch hier viele Fallen müssten eigentlich wieder neu aufgestellt werden von uns. Das ist dann auch nicht so praktisch, ja. Und ich werde auch jetzt in den kommenden Videos, jetzt nicht nur der Forest, sondern an sich so alle kommenden Videos, so hier auf meinem Kanal, wird vielleicht immer mal wieder so ein bisschen der Ton etwas anders klingen, denn ich bin aktuell so ein bisschen am Experimentieren, nenne ich es jetzt einfach mal so, mit meinem Ton, vom Sound her, wie meine Stimme sich halt anhört und so weiter. Ich bin da ein bisschen am Arbeiten an einem besseren Sound, deswegen kann es sein, dass vielleicht in einem Video mal ich ein bisschen leiser bin, in einem anderen vielleicht ein bisschen lauter, weil ich halt da aktuell ein bisschen so am Schauen bin halt, wie alles ein bisschen besser klingt und so. Denn manchmal ist mir das schon mal so aufgefallen, dass bei, ja, so manchen Videos manchmal so ein leichtes kleines Rauschen von meinem Mikro zu hören ist und so. Und da bin ich halt am Schauen, dass ich das wegbekomme und so. Deswegen bin ich da aktuell auch mal am Schauen so ein bisschen. So, und das ist jetzt, glaube ich, auch erstmal der letzte Baum, oder? Ja, kommt, wir nehmen noch den hier. Aber ich glaube, an sich sind jetzt schon wieder die Nachbarn hier. Wäre aber eigentlich auch schön, wenn die mich mal ein bisschen in Ruhe lassen würden. Zumindest bis ich fertig bin mit dem Bereich dazu. Das wäre echt klasse. So, mein Kleiner, du bist dran. Oh, du bist ja schon erledigt worden. Okay, krass. Ja, der Baum hat ihn erledigt. So, dann kommt einmal das schlechte Zeug weg. Und das frische kommt mit. So, sehr gut. Alles ist aufgeladen. Hier haben wir noch zwei Baumstämme. Diese zwei Baumstämme trage ich jetzt einfach mal so hier rein. So, zack. Und ich sehe auch gerade hier, diese Fallen sind sogar auch oben. Müssen wir mal schnell wieder richtig platzieren hier. Ich würde auch sagen, wenn wir dann jetzt mit dem Schlitten zu unserer... Mist. Mist, Mist. Da habe ich sie gehört. Wenn wir dann jetzt mit dem Schlitten zu unserer Basis fahren, holen wir mal noch ganz fix ein paar Stöcke. Und so machen die vielleicht ganz voll. Ja, wenn es uns gelingt. Jetzt nach diesem Geräusch bin ich mir da nicht mehr so sicher. Da bin ich mir jetzt wirklich nicht mehr so sicher. Aber nun gut. Was haben wir hier? Ist da was drin? Ja, ein Hase. Na super, jetzt habe ich den Hasen auch noch in der Hand. Jetzt muss ich den erstmal in seinen Käfig bringen. Oh nein, dort hinten. Mutanten. Ich könnte, glaube ich, weinen. Aber der Hase muss erstmal in seinen Käfig. Oh oh. Eieiei. Jetzt haben wir gerade echt nicht viel Glück. So, ein neuer Hase ist jetzt auch mit dir da. So, meine kleinen Freunde, dort haben wir zumindest noch einen Freund, einen neuen. Ja, dort hinten höre ich es eklig rumfatschen. Bah, das hört sich irgendwie immer wieder so widerlich an. Dieses Rumgefatsche. So, das beides kommt mal hier rein. So, gut. Dann holen wir uns jetzt den Schlitten, würde ich sagen. Kurz nochmal hier etwas essen. So. Zack, Schmack. Schmack, sehr gut. Oh, dorthin kommt eine ganze Bande. Ach du Schreck. Ach du Schreck, Leute. Ich glaube, zum Stöcke auffüllen kommen wir nicht mehr, oder? Ja, vielleicht ein paar.
Vielleicht ein paar. Aber ich sag mal so, wir müssten am besten eigentlich auch wieder Stöcke direkt ausgeben, um halt die ganzen Fallen wieder hochzustellen. Gut, Stöcke sind voll. Ist hier jemand drin? Nein. Dann stellen wir das auch schon mal wieder direkt hin, da wieder vielleicht ein neuer Hase reinkommt. Und dann heißt es jetzt Schlittenfahrt und damit schnell in die Basis fahren. Uiuiuiui. Oh, da steht einer. Ja, hallo. Ich fahre da mal vorbei an ihm. Mist, ich komme nicht rein. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Tschüssi. Gut. Das ging ganz gut eigentlich. So. Wie sieht's denn hier aus? Ist hier jemand? Ja, diese krabbelnden Dinger sind anscheinend hier. Aber nun gut, von denen lassen wir uns dann auch nicht unbedingt so sehr stören hier, würde ich sagen. Und ich bin gerade am überlegen, was ich hier vielleicht noch bauen könnte, um einfach noch ein bisschen mehr Schutz hier zu haben. Und ich habe da schon was im Kopf gerade, so eine kleine Idee. So, 3 Baumstämme bräuchten wir noch. 3 Baumstämme, ja, und zwar würde ich ganz gerne eigentlich hier auch einfach nochmal so eine Wand nehmen und die mehr oder weniger so hier vielleicht irgendwie platzieren. Also sprich, dass man halt dann hier irgendwie noch so herumgeht, um halt einfach hier noch diese Ecke ein bisschen mehr zu schützen, so. Oder halt auch noch ein Beispiel. So hier und dann so, ja. Das ging natürlich so auch. Und dann hier vielleicht eine Tür hinmachen. Ja, ich glaube, so machen wir das sogar. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann vielleicht noch eine zweite Etage obendrauf. So finde ich das echt nicht schlecht. Hier müssten wir schauen wegen der Ritze. Vielleicht ziehen wir das bis hier hinter. Schauen wir mal. Aber so fände ich das eigentlich wirklich nicht schlecht. So, wir holen jetzt mal hier noch die Baumstämme. So, einmal da drauf. Zack. So, und jetzt die Seile da dran machen, um dann halt dort hochzukommen. Kletterseil. Hier an der Seite würde ich es, glaube ich, eher sagen so. Wir könnten natürlich auch einfach an beide Seiten. Wäre natürlich auch nicht so schlimm. So, jetzt kommen wir hier hoch. Ja, dann sind wir hier oben und haben dann hier direkt diese große Plattform. So gefällt mir das echt gut. Hier machen wir das mit den Stöcken direkt mal weiter. Sehr schön. Sieht auch schon gut aus, wie ich finde, hier so. Also ich bin eigentlich echt zufrieden damit, muss ich ganz klar sagen. Bloß, ich weiß nicht, hier vielleicht die Wand dort noch ein bisschen näher ran machen, oder? Wegen dieser Ritze so, die dort so entsteht. Müssen wir mal schauen, ja. Das obere dort haben wir ja noch nicht begonnen. Ansonsten so gerade recht sicher. Ja, ich meine, klar, vor der Mauer hängen welche, aber... Ach du Schreck, wie viele hängen denn dort hinten? Okay, ich sage jetzt einfach mal, insgesamt hängen hier 5, 6 Kannibalen. Ja, sage ich jetzt einfach mal so im Groben. 5, 6 Stück hängen hier. So gefällt mir das echt aber hier ganz gut und ich muss sogar sagen, aber ich glaube, das geht nicht. Aber das wäre an sich von mir noch eine Idee. Und zwar könnte man ja, wenn man das dort und so macht mit diesen Dingern, die wir dort gebaut haben, und das nochmal eine Etage höher baut, könnte man ja machen, dass man das irgendwie hiermit noch mit verbindet. Mit diesem oberen Bereich. Aber nun gut, müsste man halt alles schauen. So, ich will jetzt erst nochmal hier eigene Wand reinschauen. Hier geht es so lang, ja, auf jeden Fall, oder? Nein, 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 ich würde sagen nicht auf diesen Rand, sondern wenn eher hier so drauf, oder? Schwierig, 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 wegen der Höhe dann halt. Das, was dort oben drauf ist, ist doch dann ein bisschen höher. Oder? Hier, ja.
Das ist ja dann ein bisschen höher als das andere. Und wir wollen da ja noch eine Etage oben drauf bauen, deswegen. So, wir schauen mal ganz kurz. Hier würde ich sagen, docken wir das so an. Ziehen das Ganze dann von dort aus bis hier hin. Ja, machen das dann hier so. Mist, nein, das geht das nicht so. Okay, ein bisschen zurück. Dann so hier entlang. Dann hier so. Moment. Ah, geht auch wieder nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Moment, wie zeigt es denn die Wand dort an, wenn das Spiel selber das so platzieren möchte? So schräg hier, okay. So schräg wäre es natürlich auch eine Idee, ja. Lass uns das mal so hier platzieren. So. Wir machen jetzt mal das dort weg, wo wir das halt nicht so haben wollen. Hier würde ich zum einen sagen, das so weg. Hier auch erst nochmal, genauso wie hier. Und hier. Ja, und hier könnten wir das dann ja so lassen, wie das Spiel selber es platziert hat. Ja. Ich würde halt bloß noch irgendwie das machen wollen hier. Bisschen besser. Am liebsten wären wir ja auch hier gewesen, das mit der Spitze, dass man das irgendwie bisschen besser hier zusammen tun hätte können, aber ging ja leider nicht. Leider, leider. Aber ich sehe gerade, das könnte man trotzdem so hier aneinander bauen. Ich finde, das würde eigentlich auch nicht so schlecht aussehen, oder? Wenn man das so hier einfach aneinander bauen würde. Ja. Ich glaube, das wäre auch nicht so schlecht. Aber da müsste man halt schauen wegen dem Loch. Ja. Was auch noch eine Idee wäre von mir, wäre, hier ist das ja mehr oder weniger dann wieder Eingang. Ja. Hier bleibt das so frei. Und man macht es vielleicht eher so, hier bis hierhin so eine Wand noch. Und dann von hier einfach dort ran. Ja. Baut das dann vielleicht. Ich mache jetzt einfach mal so eine grobe Form, so hier, und dann halt hier so eine Tür. Also sprich, du gehst hier hoch, gehst hier diese Tür an, hast hier diese Plattform und hier geht das so lang. Das wäre natürlich auch eine Idee. Aber nun gut, ich würde sagen, Moment, Rüstung 9 haben wir aktuell. 9-mal Mutantenrüstung haben wir aktuell. Wie sieht es hier hinten aus? Hier hängt überall alles so schön dran. Gut. Ich würde sagen, wir kümmern uns dann einfach mal ein bisschen um die Bedrohung hier. Probieren jetzt auch nochmal ein paar Knochen zu sammeln und so, würde ich einfach mal so sagen. Und das machen wir dann jetzt einfach mal nochmal ein bisschen hier. Oder halt auch ein bisschen in Fallen reinlocken. Ja, das geht natürlich auch. Aber es sind halt recht viele. Ich laufe jetzt erstmal hier oben entlang. So, wo hängen denn die Mutanten? Die hängen hier hinten an der Außenwand. Ja, gut, weil manchmal kommt die ja auch aus magischen Gründen einfach so rein in die Basis. Deswegen. So, Haarspray einmal. Klappt das? Nicht, das klappt nicht. Und bei dem hier? Schade. Schade, es klappt nicht mit dem Haarspray so dort runter zu feuern. Aber nicht gut. Hilfe! Die sind so laut. Waren die schon immer so laut? Ich komme mir gerade wirklich so richtig laut vor. Aua! Und ich möchte die Feuerpfeile nehmen. Moment. Hier sind sie. Anklicken. Gut, jetzt haben wir sie. Einmal anzündeln. Der eine Mutant ist weg. Sehr gut. Jawohl. Ja, so ist es gut. So ist es gut. Alle bitte herkommen. Alle bitte herkommen.
Hier ist heute Gruppenversammlung. Muss ja auch mal sein. Ja. So. Hey, ich hab dem doch auf den Kopf richtig gezielt, oder nicht? Jawohl, aber jetzt. Sehr gut. Soweit erstmal hier aufgeräumt. Sehr schön, da verhaut sogar sein Freund. Ja, ich möchte halt jetzt bloß natürlich auch noch ein bisschen Rüstung da unten mir schnappen. Das wird natürlich jetzt auch noch schwer, weil ja halt noch echt viele sind. Da drin sind ja auch noch welche. Deswegen wird es natürlich jetzt auch nicht leichter hier. Weil es sind halt schon noch recht viele. Am besten wäre es, wenn die abhauen würden, falls sie Angst haben, weil wir halt viele umgelegt haben jetzt. Bisschen hauen die gerade ab. Ja. Bisschen hauen die gerade ab. Lass uns einfach mal jetzt runter, los. Und mit dem Katana einfach mal ein bisschen rumschwingen hier. Uiuiuiuiui. Hilfe. Oh. Oh, oh. Hilfe. Zurück. In die Defensive erstmal ein bisschen. Hilfe. Aua. Aua, aua, aua. Katana Move. Los. Aua, ich sehe ihn nicht mehr. Oh nein, noch einer. Ah, Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Schnell die Rüstung nehmen. So. 10-mal Mutantenrüstung haben wir. Ich wette aber, dass wir bestimmt gleich noch einmal Rüstung verlieren werden. Dann können wir die eh nochmal hier auffüllen. Ja. Wäre deswegen auch nicht so schlimm. Was ich ja sagen muss, was ich schade finde, ist, dass man leider keine Mutanten tragen kann. Ich würde manchmal echt gerne die einfach mitnehmen. Um die halt noch für später aufzuheben, mehr oder weniger für Rüstung. Aber nun gut, dann könnte man ein ganzes Mutantenlager mehr oder weniger machen, ja. Einfach gefühlt hunderte bei sich in die Basis legen. Ja, und irgendwo dort hinten höre ich noch welche im Wald. Hallo, meine kleinen Waldlinge, wollt ihr vielleicht Ball spielen? Hier, bitteschön. Nehmt den Ball. Und vergnügt euch vielleicht ein bisschen damit. Würde ich zumindest machen. Ja, weil ich glaube, ich hätte gar nichts anderes zu tun, so hier in dem Wald. Naja, doch, ums Überleben kämpfen, aber. Ja, so ein kleines Ballspiel muss natürlich auch mal sein. Finde ich. Wer spielt nicht gerne mit einem Ball? Also, ich auf jeden Fall. Habe ich auch früher gerne. Da hat man mich immer genannt Nico den Ballmann. Oder auch der Ballprofi. Naja, oder auch der Mann, der den Ball gegen den Kopf bekommt. Oder zwischen... Ach nein, nein, das lassen wir lieber. Das lassen wir lieber, was ich jetzt sagen wollte. So, drauf mit euch. Allein mal drauf auf den guten Haufen hier. So, die 4 Knochen, die ich noch in meiner Tasche habe, tue ich mal ganz fix hier hinten rein. Und dann machen wir jetzt das Knochenlager gleich direkt mal noch ein bisschen voller hier. Weil Knochenrüstung ist ja bei uns voll, ja. Aber dann können wir halt zumindest das Lager noch ein bisschen auffrischen. Und Knochen für Rüstung schaden natürlich eigentlich nie. So, ein bisschen was essen. Zack. Ja, Aloe Vera auch noch. So. Sehr gut. Jetzt haben wir auch ein bisschen was bekommen noch hier so an Essen. Magen ist wieder ein bisschen gefüllter. Muss natürlich auch sein, ja. Mit einem leeren Magen kann man natürlich auch nicht allzu gut kämpfen. Man braucht natürlich ein bisschen Kraft so auf den Armen. So. Was ich persönlich aber schade finde, ist, dass es kein Fitnessstudio hier gibt. Weil, wie ich finde, unser guter Herr hier müsste sich auch mal ein bisschen trainieren für den Kampf hier. Also, ich glaube, es könnte ihm echt nicht schaden. Sagen wir es mal so. Ja. Ein bisschen Training hat noch nie geschadet. Aber nun gut. Das Knochenlager ist jetzt aufgefrischt, ja. Also da haben wir jetzt auf jeden Fall ordentlich was hier dazu bekommen. So.
Wir stellen dann mal noch mit dem restlichen Stock jetzt hier einfach mal noch eine Falle hin, so. Und ich würde sagen, wir holen uns dann jetzt einfach noch mal einen Baum. Den Schlitten nehme ich jetzt lieber nicht, da ich Angst habe, dass gleich direkt die nächste Horde kommt. Obwohl, ich würde eigentlich gerne mal was ausprobieren, aber geht bestimmt nicht. Und zwar, ob wir von der Mauer aus hier, wenn wir springen würden, dort hinten, dort oben direkt die Wand platzieren könnten ein bisschen. Aber ich denke, das geht bestimmt eh nicht. Aber nun gut, man kann es ja mal probieren. Aber ich glaube lieber jetzt nicht. Der Schrei jetzt eben mir schon wieder, ja, ein bisschen Angst gemacht hat. Wir probieren es einfach mal von hier unten aus. Geht's? Komm, bitte. Bitte. Hallo. Ach nein, es geht nicht. Apropos das Holz hier. Da müssen wir sowieso noch ein bisschen besser schauen, wie wir das dann immer dort hoch auch bekommen. Ja. Wahrscheinlich werde ich da wohl einen Aufzug bauen müssen. So wie es auch scheint. Oder? Ja, ich glaube, einen Aufzug brauchen wir. Sonst kommen wir gar nicht mit unserem Bauprojekt hier, glaube ich, weiter. Wo haben wir denn den Aufzug? Moment. Ah nein, Kran heißt das, nicht Aufzug. Ich glaube, das müssten wir bauen. Plus wo? Oder wir lassen das ansonsten einfach so hier oben, so da, wie es halt jetzt ist. Aber fände ich nun eigentlich nicht so schön. Ich glaube, ich weiß, wie wir das hier bauen könnten. Und zwar folgendermaßen. Der Kran kommt hier unten hin, ja? Dort, wo diese Bretter sind, ja? Und dann bauen wir das vielleicht hier irgendwie so rüber. Ich weiß nicht, was kann man denn bauen, um das so rüber zu bauen? Klar, wir könnten noch eine Plattform bauen und dann so eine Brücke. So eine Treppe würde eigentlich gehen. Beispiel hier so. Und dann hier so rüber. Ja. Das würde funktionieren. Einmal Wand wegmachen. So. Hier das so anlegen. Moment. Sagen wir mal hier. Und dann hier so rüber. So, so bauen wir das hier. Und dann kommt hier drüben ein Kran hin irgendwo. Moment, ich brauche mal noch hier ein Seil ranhalten. Nein, ist hier nicht eins? Hier ist kein Seil dran? Okay. Das verwundert mich. Das verwundert mich wirklich. Halt, oder weil wir hier das so machen? Mit dem Aufzug. Kommt da drauf an, wo der Aufzug rankommt. Ich kletter jetzt erstmal das Seil hier hoch, ja? Ich hänge dort drüben lieber mal keins ran. Ja. Dann gehen wir hier so drüber. Ja, finde ich so nicht schlecht. Hier haben wir auch noch so einen Weg. Und ich glaube, hier kommt der Aufzug hin, oder? Aufzug an einen Kran. Mist, ich suche jedes Mal nach Aufzug. Ja, ich merke schon, ich mag Aufzüge. Muss ich das einfach so hier unten ran machen, oder wie läuft das mit dem ab? Oder muss ich den irgendwie mit was verbinden? Weil ich will ja nach oben fahren. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Ja, hallo. Ja, hi. Hi, hi, hi. Hallo. Da sind noch mehr. Da sind noch mehr. Okay, Leute. Ich lege mich dann jetzt einfach mal ins Bett. Ja. Und ich würde sagen. Ja. Ich würde sagen. Wir machen es dann so, Leute. Nächste Folge platzieren wir dann dort einen Kran. Den werden wir dann bauen. Und mit diesem Kran werden wir dann immer so hochfahren. Ja, so würde ich sagen, machen wir das Ganze dort. Das war es an der Stelle mit dem Video hier. Falls es euch ein bisschen gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüssi!